Walderhalt. Denn Wald ist Leben. Hallo, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ja, ich wünsche mir für dieses Video hier eine ganz, ganz große Reichweite. Und du kannst dabei helfen, indem du es ja likest, indem du gerne auch deine Ratschläge, deine Tipps unter das Video schreibst, was Walderhalt und was wir tun können betrifft. Und ja, wenn du das Video auch teilst. Natürlich kannst du auch den Kanal hier abonnieren, schaden wird es nicht. Und wenn du das tust, tätige die Glocke, dann weißt du immer, wann das nächste Video hochgeladen wird. Ja, Walderhalt, der Wald ist bedroht, da sage ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Und es wird jeden Tag ganz viel Wald abgerodet und zwar aus total sinnfreien Gründen. Und da ist die erste Gefahr. Die zweite Gefahr ist, dass der Wald kränkelt aus verschiedenen Gründen. Und die dritte Gefahr ist, glaube ich, dass wir das Bewusstsein dafür gar nicht haben, was Wald für uns bedeutet. Damit meine ich natürlich nicht alle Menschen, sondern einen großen Teil. Ja, und wir denken ja häufig, wir können als Einzelner nichts tun, aber da unterschätzen wir so, ich sage mal in Anführungsstrichen, unsere Macht, denn wir sind diejenigen, die Konsumer sind, also diejenigen, die selber entscheiden, was sie ja für Produkte verwenden, was sie tun, was sie essen, was sie trinken und was sie benutzen in ihrem Alltag. Und deswegen haben wir als Konsumer eine wesentlich größere ja, Reichweite, Macht und Einfluss, als wir selber denken. Und ein einziger mal viele sind natürlich auch wieder eine große Menge und Masse. Ja, was kannst du denn als Einzelner tun, um jetzt mit am Walderhalt, ich sage mal, mitzugestalten? Ja, alleine das Bewusstsein oder sich damit auseinanderzusetzen, inwieweit der Wald bedroht ist und was man tun kann. Wir haben ja heute das große Glück, wir können recherchieren und ganz viele Dinge in Anspruch nehmen. Ja, was kannst du noch tun? Du kannst aktiv sein, du kannst Organisationen unterstützen, Vereine unterstützen, Initiativen unterstützen, die sich genau damit befassen und damit beschäftigen, die sich damit auch dort engagieren. Die kannst du mit Geld oder mit deiner Tatkraft unterstützen. Was kannst du noch? Du kannst unsere Initiative, die GI-Initiative, unterstützen. Wir spenden an verschiedene Organisationen, die sich damit auseinandersetzen, Geld. Und wir engagieren uns für verschiedene Projekte. Was das genau ist, Link unterm Video. Was kannst du noch tun? Du kannst selber eigene Projekte ins Leben rufen, um ja, Wälder wieder gesünder zu machen, um den Walderhalt, sage ich mal, zu erhalten. Ja, und wenn du vielleicht diesen Kanal hier verfolgt hast, dann weißt du, wir lieben Wald, ich persönlich liebe den Wald. Und viele unserer Trainings und Teile der Trainings, ja, sind auch immer im Wald. Und Wald ist einfach Leben, also nicht nur, dass er uns Gesundheit bringt, Fitness bringt, natürlich Sauerstoff, die Luft bringt, die wir zum Atmen einfach brauchen. Nein, er gibt uns auch ganz viel Impulse und ganz viel Inspiration und ganz viel Ideen mit auf den Weg. Ja, und wenn du ja vielleicht auch darüber mehr wissen möchtest, dann schau einfach hier weiter auf den Kanal. Und was machen wir noch, besonders im Wald, genau, sie heißen so, genau, unsere Waldgespräche. Auch die findest du hier auf dem Kanal. Schau einmal. Und vielleicht bist du auch ein Mensch, der etwas zu sagen hat, was andere Menschen weiterbringt. Dann lade ich dich gerne ein, nimm mit mir Kontakt auf und vielleicht führen wir zwei mal ein Waldgespräch. Und du bist heute auch mit live im Wald dabei und du wirst wahrscheinlich im Hintergrund auch hören, dass der Wald lebt und wir wollen das natürlich alle, dass er so lange, lange, lange wie möglich noch lebt und ja, und auch wieder weiter verbreitet wird. Deswegen unterstützen wir Aufforstung, deswegen unterstützen wir auch Wälder wieder gesund zu machen und natürlich auch hier mit der Verbreitung, dass die Menschen ihr Bewusstsein dafür einfach, ja, ich sage mal, ein bisschen sensibilisieren, weil ohne Wald ist kein Leben möglich. Also,
Ich bedanke mich für diese Unterstützung. Schau bitte auf die Links und vielleicht, ja, lernen wir uns auch einmal persönlich kennen und unterstützen gemeinsam diese Aktion. Kannst du gerne immer gucken unter Hashtag Walderhalt und gerne alles, was du darunter findest, immer weiter verbreiten und natürlich auch dich dort engagieren. In dem Sinne wünsche ich dir das Allerbeste, dir und deinen Lieben. Dein Jens Faber-Neuling. Lass es dir gut ergehen. Tschüss.